Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Gäste. Zunächst den Abgeordneten vielen Dank für ihre Bereitschaft, zu dieser Sondersitzung zusammenzukommen. Als wir Ende Oktober hier im Landtag über die Corona-Pandemie debattiert haben, haben wir gesehen, dass uns eine zweite Welle, so wie ja auch vorhergesehen für Herbst und Winter, erreicht hat in ganz Deutschland. Und diese Corona-Welle war ungebrochen. Die Zahlen in Deutschland hatten ein exponentielles Wachstum, also eine steile Kurve. Und wir haben damals gesagt, wir brauchen einen Wellenbrecher. Und deshalb haben wir Schutzmaßnahmen ergriffen. Wir haben einen Teil-Shutdown gemacht und es gab damals hier eine breite Unterstützung. Und ich kann hier heute sagen, diese Maßnahmen haben gewirkt. Diese Maßnahmen haben gereicht, die Welle zu brechen, aber sie reichen nicht aus, um die Infektionszahlen, die weiter auf hohem Niveau sind, zu drücken. Wir haben deshalb mit der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder vorgestern über die Maßnahmen, über die Wirksamkeit Bilanz gezogen und Vorschläge für das weitere Vorgehen entwickelt. Klar ist, wir brauchen mehr Zeit. Wir sind bei den Infektionszahlen bundesweit auf einem zu hohen Niveau. Und deshalb waren wir uns einig, dass wir die Novembermaßnahmen, den Teil-Shutdown, verlängern müssen. Wir waren uns aber auch einig, wir brauchen eine Perspektive bis in den Januar und wir müssen gerade den vielen Familien sagen, wie steht es um das Weihnachtsfest, wie geht es mit dem Jahreswechsel weiter. Danach gilt, wir brauchen weitere strenge Regeln für Hotspots, für Risikogebiete, müssen aber gleichzeitig die Möglichkeit geben, für die Länder, für die Gebiete, die unter einer Inzidenz von 50 liegen, auch Ausnahmen zu machen. Wie Sie wissen, haben wir uns immer für dieses Vorgehen eingesetzt, bundeseinheitliche Regeln gekoppelt an der Inzidenz, um den regionalen Besonderheiten Rücksicht zu geben. Und das ist nach meiner tiefen Überzeugung eine gute Strategie für ganz Deutschland und auch eine Chance für Mecklenburg-Vorpommern. Denn wir sind nach wie vor geringer von der Corona-Krise betroffen als andere Bundesländer oder umgedreht gesagt, wir sind gleich betroffen, aber wir haben frühzeitig Maßnahmen ergriffen, sodass bei uns die Zahlen zum Glück nicht durch die Decke gehen. Und ich finde es gut, dass wir wieder direkt zwei Tage nach unseren Beratungen hier die Gelegenheit haben, im Landtag über diese Corona-Winterregeln zu diskutieren und auch darüber, was diese für unser Land bedeuten. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, wenn wir uns die Infektionszahlen anschauen, dann sehen wir, wir machen Fortschritte. Die Welle ist gebrochen, die Ansteckungszahlen steigen nicht mehr ungebremst. Aber trotzdem haben wir auf hohem Niveau jeden Tag weiter Infektionen. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern aktuell zwei Landkreise und zwei kreisfreie Städte, die in den vergangenen 7 Tagen weniger als 35 Menschen auf 100.000 Einwohner als Indexfälle hatten. Insgesamt haben wir als Land eine Inzidenz von 47,1. Eine Inzidenz von weniger als 50 heißt, Mecklenburg-Vorpommern ist weiterhin kein Risikogebiet. Das verdanken wir auch diesen strengen Maßnahmen im November, sonst wären wir längst Risikogebiet. Und ich weiß, dass die Maßnahmen den Bürgerinnen und Bürgern viel abverlangen, insbesondere Einschnitte im wirtschaftlichen, im kulturellen Bereich. Aber auch die Begegnungen fehlen uns Menschen. Geburtstagsfeiern, Familientreffen fallen aus. Wir würden gerne Freunde öfter sehen. Wir vermissen Kultur und Veranstaltungen und jetzt in der Adventszeit den traditionellen Bummel über den Weihnachtsmarkt. Und für viele geht es um den Arbeitsplatz, um die blanke wirtschaftliche Existenz. Vor allem die Beschäftigten im Tourismus und in der Gastronomie, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Schaustellerinnen und Schausteller und diejenigen, die im Veranstaltungsgewerbe arbeiten, auch im Kulturbereich, bangen um ihre Zukunft. Und deshalb verstehe ich auch, dass die Maßnahmen kontrovers diskutiert werden. Und das ist auch völlig legitim. Eine aktuelle Umfrage des NDR zeigt, dass 46% der Befragten die Corona-Schutzmaßnahmen genau angemessen finden. Für 16% gehen sie nicht weit genug.
37% halten sie für zu weitgehend. Diese Zahlen zeigen die kontroverse Debatte. Menschen sagen, das ist der richtige Weg. Viele sagen, es muss strenger werden. Andere sagen, es geht uns zu weit. Die gleiche Umfrage zeigt auch, dass 70% der Befragten mit der Regierung zufrieden sind. Und ich glaube, diese Zahl zeigt, dass die Menschen sehen, dass wir als Landesregierung alles dafür tun, die Balance zu halten, den Dreiklang zu bewahren, den wir von Anfang an als Maxime für unsere Strategie ausgegeben haben. Die Sicherheit, die Gesundheit der Menschen zu schützen, aber auch auf Arbeitsplätze und Wirtschaft zu achten und auf den sozialen Zusammenhalt. Diese Balance zu halten in einer Pandemie, die weltweit einmalig ist und allen Atem hält, ist nicht immer einfach, bringt viel Diskussionen mit sich, aber an dieser Zufriedenheit sehen wir, dass es eine breite Unterstützung gibt. Und deshalb möchte ich mich bei den Bürgerinnen und Bürgern bedanken, dass sie über Monate hinweg sich in großem Maße an diese Regeln halten, dass sie diese krassen Einschränkungen ertragen, mittragen und damit den maßgeblichen Beitrag dafür geleistet haben und leisten, dass Mecklenburg-Vorpommern bisher am besten durch die Krise kommt und dass wir noch kein Risikogebiet sind. Vielen Dank an diese Geduld, an diese Solidarität der Bürgerinnen und Bürger. Ich möchte mich auch bei den Ministerinnen und Ministern und bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesregierung bedanken, weil auch die 70% eine Unterstützung für die Landesregierung sind. Ganz besonders möchte ich mich heute bedanken bei Lorenz Kaffier, der gerade in diesen Pandemiezeiten gemeinsam mit mir an der Spitze der Landesregierung von Anfang an, von März an, wo niemand eine gute Idee hatte, wie machen wir das eigentlich, beraten hat, gemeinsam mit der Landesregierung, mit den Kommunen, wie kommen wir hier gut durch. Der maßgeblich die strengen Reiseregeln, die ein Teil dieses Erfolges sind, mitgetragen und durchgetragen hat. Bei aller kontroversen Diskussion, diese Arbeit von Lorenz Kaffier sollte nicht kleingeredet werden und deshalb von dieser Stelle nochmal vielen Dank für diese vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit. Und ich bin mir auch sicher, dass die Zusammenarbeit mit Harry Glawe, ich sage es trotzdem, ich bin mir auch sicher, ich konnte es ihm heute schon persönlich sagen, dass auch die Zusammenarbeit mit Harry Glawe als stellvertretenden Ministerpräsidenten, ja, man sieht, wie er seiner Ministerpräsidentin vertraut, da kümmert sich schon um weitere Angelegenheiten. Ich bin sicher, dass die Zusammenarbeit mit unserem Wirtschaftsminister und Harry Glawe zukünftig ab heute als stellvertretenden Ministerpräsidenten genauso gut und vertrauensvoll sein wird. Unser Wirtschafts- und Gesundheitsminister hat in dieser Krise schon viel geleistet, viel Durchhaltevermögen und Standing bewiesen. Und ich bin sicher, das wird er auch als stellvertretender Ministerpräsident. Und ich freue mich auf diese Zusammenarbeit. Und ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit Herrn Renz. Denn ich habe Sie, Herr Renz, gerade in dieser Krisenzeit in der Zusammenarbeit als Fraktionsvorsitzender auch als sehr verantwortungsbewussten und verlässlichen Partner kennengelernt. Und ich bin sicher, dass Sie auch diese Verantwortung und diese Verlässlichkeit als neues Regierungsmitglied zeigen und wir gemeinsam als Landesregierung diese Krise weiter gut steuern. Auf gute Zusammenarbeit. Und ich möchte mich ganz besonders bei Ihnen, liebe Abgeordnete, bedanken für Ihre Unterstützung, für die konstruktiven Beratungen und auch Rückhalt in einer Zeit, in der auch die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Parlament extrem beansprucht wird. Stärker als in normalen Zeiten. Und ich danke allen, die an den MV-Gipfeln mitwirken. Dort beraten wir alle wichtigen Corona-Maßnahmen mit den Landräten und Oberbürgermeistern, mit Wirtschaft, Gewerkschaften, Sozialverbänden und Gesundheitsexperten. Wir stellen in unserem Land unsere Entscheidungen auf breite Basis. Und wir werden das auch weiterhin gemeinsam tun,
das, was für Mecklenburg-Vorpommern nötig ist. Unsere Vorsicht schützt unsere Gesundheit, sie rettet Leben. Unsere Krankenhäuser können in der Corona-Pandemie weiterhin Covid-erkrankte Patienten gut versorgen. Ich habe mich selbst davon persönlich vor kurzem in der Universitätsklinik Rostock überzeugt. Ich habe mit behandelnden Ärzten und Pflegern gesprochen und sie haben mir eindrucksvoll beschrieben, wie aufwendig diese Versorgung gegenüber der aufwendigen Versorgung anderer intensivpflichtiger Patienten ist. Dass eben die Covid-Erkrankung weitere Sicherheitsmaßnahmen auf der Normalstation und der Intensivstation sowieso erfordert. Dass die Zusammenarbeit mit den Angehörigen viel Zeit braucht. Und genau darum geht es, das müssen wir uns ins Bewusstsein rufen. Die Corona-Erkrankung, die Covid-Erkrankung ist nicht einfach vergleichbar mit anderen schweren Erkrankungen. Sie braucht noch zusätzliche Kräfte und Zeit des Personals. Und das ist unser Anspruch. Wir können nicht jeden vor einer Infektion schützen. Aber unser Anspruch muss sein, dass der, der sich infiziert und daran erkrankt, auch die notwendige medizinische Versorgung bekommt. Das ist unsere ethische und moralische Verpflichtung und deshalb sind die harten Einschränkungen auch verhältnismäßig und verantwortungsvoll. In Mecklenburg-Vorpommern, sehr geehrte Damen und Herren, werden derzeit 27 Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt. Davon müssen 14 beatmet werden. In allen Landesteilen stehen noch Betten auf den Intensivstationen zur Verfügung. Alle Menschen, die ins Krankenhaus müssen, bekommen diese medizinische Hilfe, die sie brauchen. Und auch hier möchte ich noch mal daran erinnern, dass es wichtig ist, dass nicht nur Covid-Erkrankte die medizinische Hilfe bekommen, die sie brauchen, sondern natürlich auch alle anderen Schwererkrankten. Denn die Corona-Pandemie hält den Herzinfarkt, den Verkehrsunfall, die schwere Krebserkrankung nicht auf. Auch diese ganzen Erkrankungen, Unfälle, Infarkte gibt es weiter und auch diese Menschen müssen auf das gute Gesundheitswesen vertrauen können. Die Entwicklung bei uns im Land gibt Anlass zur Hoffnung und zu vorsichtigem Optimismus. Aber sie ist eben kein Anlass zur Entwarnung. Die Zahl der Neuinfektionen ist auch bei uns nach wie vor zu hoch, aber vor allem in allen anderen Teilen Deutschlands. Allein 63 Landkreise oder kreisfreie Städte haben eine Inzidenz von mehr als 200. Das Vierfache von 50. Nur 29 Kreise in ganz Deutschland sind nicht Risikogebiet. Jeden Tag stecken sich Menschen an, die schwer erkranken und lange unter Corona leiden werden. Und Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger müssen sich ja nicht erst jetzt um diese Patienten kümmern, sondern seit Monaten kümmern sie sich unter diesen hohen Belastungen. Und jeden Tag sterben Menschen. Gestern waren es 426 in Deutschland. Das zeigt, dass wir noch mitten im Kampf gegen diese zweite Welle stecken. Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, ist es eben noch nicht die Zeit, über Lockerungen zu sprechen. Wir haben vorgestern vereinbart, dass die Maßnahmen, die seit Anfang November gelten, zunächst bis 20. Dezember verlängert werden, bundesweit und auch in Mecklenburg-Vorpommern. Die Kontaktbeschränkungen müssen wir sogar weiter verschärfen. Private Kontakte werden auf 5 Personen beschränkt. Aus dem eigenen Haushalt und aus einem anderen Haushalt. Erleichterung gibt es für Familien, weil Kinder bis 14 Jahre nicht mitzählen. Weiterhin bleiben die Gaststätten, die Hotels, der Tourismus, der Sport und die Fitnessstudios, auch die Theater und Museen geschlossen. Auch wenn wir diesen Bereich zu unserem Freizeitbereich zählen, möchte ich all denjenigen, die in diesen Bereichen arbeiten, sagen, es ist kein Bereich, auf denen wir dauerhaft verzichten wollen. Diese Bereiche gehören genauso zu unserem Leben wie alle anderen Bereiche. Und deswegen soll es nur ein zeitlich begrenzter Verzicht sein. Unser Ziel ist, dass diese Bereiche wieder öffnen können und dass sie dauerhaft überleben, weil sie zu unserem Leben gehören. Es sind weitere Verschärfungen für die Wirtschaft geplant, insbesondere im Einzelhandel. In größeren Geschäften soll die Zahl der Kunden begrenzt werden. An dieser Stelle schlagen wir vor, dass wir diese Verschärfung in Mecklenburg-Vorpommern nicht machen. Sie ist aus unserer Sicht nicht zwingend nötig,
weil wir Zahlen unterhalb von 50 haben. An dieser Stelle wollen wir auch ein Zeichen setzen, dass es sich lohnt, auf seine Infektionszahlen zu achten. Wir würden auch daran festhalten, was beschlossen ist und was ja der Landtag letztens selbst gefordert hat. Die Zoos sollen offen bleiben und der Kinder- und Jugendsport soll weiter möglich sein. Und sehr geehrte Damen und Herren, um die Schulen hat es in den letzten Tagen viel und harte Diskussionen gegeben. Und das ist verständlich. Schule, und das haben wir von Anfang offen und transparent gesagt, ist eine Großveranstaltung. In Schulen kommen viele Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und weiteres Personal zusammen. Und wir waren uns auch bei der Öffnung nach den Sommerferien einig und haben es immer deutlich gesagt, wenn wir wollen, dass sie im Regelunterricht zusammenkommen, die Klassen nicht halbiert werden und nicht nur ein Tag Unterricht möglich sein soll, dann kommen viele Schüler in einem Raum ohne Abstand zusammen. Und deshalb machen sich natürlich Eltern Sorgen, ist das noch für meine Kinder sicher genug? Und auch Lehrerinnen und Lehrer machen sich Sorgen. Und für Mecklenburg-Vorpommern kann ich ganz klar sagen, unsere Schulen sind kein Ort des unkontrollierten Infektionsgeschehens. Weder unsere Kitas noch unsere Schulen sind Infektionstreiber. Die allermeisten Infektionen, die aufgetaucht sind bei Schülern und Lehrern, sind von außen eingetragen worden. Und deshalb bleibt nach wie vor unser Ziel, außerhalb von Kita und Schule besonders streng zu sein, im Zweifel durch Schließung, damit die Infektionszahlen im Griff bleiben, kontrolliert bleiben und damit wenig Infektionen in Kita und Schule getragen werden. Der Ansatz muss sein, vor allem den Bereich außerhalb von Kita und Schule unter Kontrolle zu haben, damit Infektionen nicht in Kita und Schule gelangen können und die Länder, die wie wir dieses kontrollierte Geschehen haben, weil sie noch kein Risikogebiet sind, wo die Zahlen durch die Decke gehen, können diese Verlässlichkeit für Kitas und Schulen bieten. Und natürlich haben wir auch in den Schulen Hygienekonzepte. Und deswegen findet auch an etwa 95% der Schulen ganz normaler, regulärer Unterricht statt. Und in den anderen Prozenten gibt es die Situation, dass wir bei einem Infektionsfall natürlich Schülerinnen und Schüler oder Lehrerinnen und Lehrer Kohorten, die die Gesundheitsämter bestimmen, in Quarantäne schicken müssen. An dieser Stelle wünschen wir uns, dass wir mit mehr Schnelltests die Quarantäne schneller verkürzen können, um dort auch wieder regulären Unterricht so schnell wie möglich anzubieten. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir bleiben dabei. Ziel muss es sein, so lange wie möglich, auch in einer zweiten Welle, Kitas und Schulen offen zu halten, nicht mit Unsicherheiten und nicht um jeden Preis, aber für den Preis, dass wir außerhalb von Kita und Schulen strenger sind, damit unsere Kinder und Schüler in die Kita, in die Schule gehen können, damit sie Bildung bekommen. Denn bei allen schönen Worten von Digitalunterricht, von Hybridunterricht, von Wechselmodellen, die viele Virologen übrigens sogar kritisch sehen, weil sie in Frage stellen, ob die Schülerinnen und Schüler am Nachmittag zu Hause wirklich so auf Abstand und mit Maske sitzen, dass es besser wäre, als wenn sie in der Schule sitzen. Aber unabhängig davon, all diese Alternativmodelle, die man ergreifen muss, wenn man sehr hohe Inzidenzen hat, ersetzen nicht, dass wenn Kinder, wenn Jugendliche in die Schule gehen, sie dort Ansprechpartner haben und vor allem dort auch ihre sozialen Kontakte. Ob den Lehrer, die Schulsozialarbeiterin, aber vor allem ihre vielen Freundinnen und Freunde. Und diese Bildungschancen und diese gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf wollen wir nicht so stark beschränken. Und deswegen hat sich unser Land dafür eingesetzt, dass klar ist, dass weiter Kitas und Schulen offen bleiben können und dass die Regionen, die sehr hohe Inzidenzen haben, über Einschränkungen reden müssen. Das ist richtig. Aber für Mecklenburg-Vorpommern gilt weiterhin, Kitas und Schulen bleiben im Regelbetrieb offen. Und das ist eine wichtige Nachricht für die Kinder, die Familien und auch die Wirtschaft. Sehr geehrte Damen und Herren, diese Regeln für ganz Deutschland gelten bis zum 20. Dezember. Und das spricht auch viel dafür, dass sie darüber hinaus bis in den Januar hinein verlängert werden müssen. Ob wir in Mecklenburg-Vorpommern Lockerungen möglich machen können, hängt auch von unserem Verhalten jetzt in der Adventszeit ab. Denn es war uns wichtig, jetzt nochmal die Kontakte sehr eng zu halten,
damit dann mehr Spielräume über Weihnachten und den Jahreswechsel möglich sind. Und der eine oder andere belächelt das ja und sagt, mein Gott, jetzt schränkt ihr die Kontakte ein und über Weihnachten ist alles möglich. Wie passt das denn zusammen? Erstens stimmt es nicht, dass alles möglich ist. Die Kontaktbeschränkung ist jetzt sehr eng. 2 Hausstände, maximal 5 Personen. Wir wollen vom 23.12. bis 1.1. diese Kontaktbeschränkung lockern, damit Treffen im engsten Familien- und Freundeskreis möglich ist, bis zu 10 Personen, unabhängig von den Hausständen. Und ja, das Weihnachtsfest ist für viele, für die große Mehrheit, das Fest der Familie. Und uns war auch wichtig, dass sich diese Besuche strecken bis zum 1. Januar. Es geht nicht um die rauschende Silvesterparty. Es geht aber um die vielen Menschen, die in der Pflege, im Krankenhaus, in der Feuerwehr, in der Polizei über die Weihnachtstage für uns da sind. Die sagen, ich mache Weihnachtenschicht und du, lieber Kollege, Silvester. Und die dann am 27. ihre Koffer packen und vielleicht die Eltern besuchen wollen oder die Geschwister oder umgedreht. Und deshalb war es uns sehr wichtig, und das ist ein wichtiges Signal für die Bürgerinnen und Bürger, dass Weihnachten im Kreis der Familie und engsten Freunde stattfinden kann. Es müssen nicht rauschende Feste sein, aber dieses Zusammenkommen in dieser Zeit ist wichtig für den sozialen Zusammenhalt. Und deshalb ist es richtig, dass es diese Öffnung in dieser Zeit gibt. Sehr geehrte Damen und Herren, wir werden mit den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin weiter regelmäßig beraten, dabei die Infektionszahlen im Blick nehmen und uns abstimmen, wie wir vorgehen. Und es werden auch im neuen Jahr weiter strenge Regeln notwendig sein, insbesondere für Risikogebiete und Superhotspots. Gleichzeitig haben wir uns in Mecklenburg-Vorpommern für vorsichtige Lockerungen eingesetzt. Denn es wird eine ganze Weile dauern, bis die Inzidenz dort, wo sie heute über 200, 300 überstiegen ist, bis sie dort zurückgeht. In anderen Regionen, die auch jetzt weniger betroffen sind, kann das schneller gehen. Und deshalb haben wir uns auch darauf verständigt, dass dort, wo die Inzidenz dauerhaft und deutlich unter 50 bleibt, Lockerungen früher möglich sind. Wir haben in unserem Land vergleichsweise niedrigere Ansteckungszahlen, weil das Land mit den Kommunen frühzeitig und konsequent auf diese zweite Welle reagiert hat. Und weil sich die meisten Menschen auch an die Regeln halten. Und diese gute Situation dürfen wir nicht aufs Spiel setzen. Noch sind auch bei uns diese Ansteckungszahlen zu hoch, um über weitere Lockerungen zu diskutieren. Und auch ein ständiges Hin und Her wollen wir nicht. Es bringt nichts, jetzt 2 Dinge aufzumachen und in 14 Tagen zu sagen, jetzt sind wir Risikogebiet, jetzt muss wieder geschlossen werden. Es muss uns gelingen, mit diesen Maßnahmen wieder dauerhaft und deutlich unter 50 zu kommen. Und wenn wir in unserem Land kulturelle Einrichtungen, Restaurants oder Hotels früher wieder öffnen wollen, dann müssen wir uns jetzt an die strengen Regeln halten. Unser Verhalten jetzt entscheidet über die Möglichkeiten zum Jahreswechsel und zum Januar. Sehr geehrte Damen und Herren, wir wissen, dass die Verlängerung der Einschränkungen in vielen betroffenen Branchen eine sehr schwierige Situation bringt. Restaurants und Hotels müssen weiter auf Umsatz verzichten. Es gibt keine Veranstaltung, keine großen Feste, kein Catering. Und gerade in kleineren Betrieben sind Reserven aufgebraucht. Und deshalb bleiben wir dabei, wir lassen Unternehmerinnen, Unternehmer, die Beschäftigten nicht im Stich. Es braucht weitere Wirtschaftshilfen, es braucht das Kurzarbeitergeld und deshalb stehen wir auch weiter zusammen, wenn es um die Wirtschaft, unsere Arbeitsplätze und den Schutz vor Folgen von Corona geht. Und deshalb ist es gut, dass die Novemberhilfen vereinbart worden sind. Sie können jetzt beantragt. Einen Moment bitte, Frau Ministerpräsidentin, Herr Ape, ich höre Sie permanent reden. Ich würde Sie bitten, bei einer Regierungserklärung sich ruhig zu verhalten. Sie haben nachher noch das Wort. Ich kann der Ministerpräsidentin nicht mehr folgen. Insofern bitte ich Sie jetzt, von dem Gemurmel Abstand zu nehmen. Bitte, Frau Ministerpräsidentin. Ich würde an diesem wichtigen Punkt gerne noch mal wiederholen. Es ist wichtig, dass es die November-Wirtschaftshilfen gibt. Sie können jetzt beantragt werden, Abschläge werden gezahlt und wir haben mit dem Bund vereinbart, dass es natürlich auch im Dezember Unterstützung geben muss für die Wirtschaft, für die Kultur. Diejenigen, die jetzt massiv unter Einschränkungen leben müssen, auch wirtschaftlich,
müssen weiter Wirtschaftshilfen bekommen. Dafür setzen wir uns ein. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, der Corona-Winter 2021 wird ein harter Winter. Das ist mittlerweile oft gesagt worden und es bleibt wahr. Aber man kann es auch nicht anders sagen. Wir brauchen in den nächsten Monaten weiter Geduld und Solidarität. Wer jemanden kennt, der schwer an der Corona erkrankt ist, weiß, wie wichtig diese Vorsicht und Solidarität ist. Corona ist keine Krankheit, die man mal so gerne mitnimmt, um dagegen immun zu sein. Und es lohnt sich, uns vor Corona zu schützen und diese Einschränkung in Kauf zu nehmen. Und es gibt Licht am Ende des Tunnels. Sie alle haben gelesen und gehört, dass die Entwicklungen beim Impfstoff vielversprechend sind. Wir sind da auf einem guten Weg und Deutschland ist dabei mit ganz vorn. Und in Mecklenburg-Vorpommern bereiten wir uns jetzt schon auf mögliche Impfung vor. Freiwillig für alle, die es wollen. Das Land, die Kommunen und die Gesundheitsexperten arbeiten deshalb mit Hochtouren an einem Impfkonzept. Unser Gesundheitsminister wird dieses Konzept nächsten Dienstag im Kabinett vorstellen. Es wird dann sicherlich noch eine Weile dauern, bis viele Menschen geimpft sind. Aber die Entwicklung der Impfstoffe für 21 gibt Hoffnung. Und ich bin froh, dass wir bis hierhin und bis zur Möglichkeit von Impfung und Lockerung bisher gut durch diese Krise gekommen sind. Ich danke auch den Kommunen, dass sie diese konsequente Pandemiebekämpfung stemmen. Wir danken alle, die im Gesundheitswesen, in den Kommunen, in den Schulen und Kitas, in den Alten- und Pflegeheimen mithelfen, unsere Gesundheit zu schützen. Das kostet Kraft und viele Beschäftigte müssen seit Monaten diese Anstrengung stehen und weit darüber hinausgehen. Ich danke vor allem den Menschen, die sich konsequent an die Regeln halten, auf Kontakte und Begegnungen verzichten und dadurch dazu beitragen, dass sie selbst und vor allem andere gesund bleiben. Hoffentlich können wir alle in der Weihnachtszeit die notwendige Kraft tanken. Hoffentlich sehen wir bis dahin, dass die Infektionszahlen weiter im Griff sind in unserem Land und bundesweit möglichst runtergehen. Zunächst aber wünsche ich uns allen einen ersten schönen Advent. Bleiben Sie alle gesund. Vielen Dank, Frau Ministerpräsidentin. Im Ältestenrat ist vereinbart worden, eine Aussprache mit einer Dauer von bis zu 158 Minuten vorzusehen. Ich sehe und höre keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache zur Regierungserklärung zum Thema Information über den Bund-Länder-Beschluss zu den Corona-Winterregelungen. Das Wort hat der Fraktionsvorsitzende für die Fraktion der AfD, Herr Kramer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin. Freiheit statt Zwang. Die Zahlen sprechen in dieser Zeit eine klare Sprache. Über 60 Millionen mit Corona infizierte Menschen weltweit, fast 1 Million in Deutschland. Weltweit fast 1,5 Millionen Tote, in Deutschland über 15.000. Es lässt sich nicht von der Hand weisen und wir alle müssen anerkennen, dass wir es mit einer ernstzunehmenden Pandemie, also dem weltweiten Ausbruch einer Infektionskrankheit, zu tun haben. Selbstverständlich müssen wir auch anerkennen, dass die Menschen weltweit und eben auch bei uns besorgt sind. Und wir erwarten, dass in einer lebendigen Demokratie der politische Streit über den richtigen Weg und die angemessenen Lösungen dort stattfindet, wo er hingehört, in die Parlamente. Meine Damen und Herren, ganz besondere Zurückhaltung ist geboten bei Einschränkungen unserer Grundrechte. Beschränkungen dieser Art können notwendig sein, bedürfen aber der permanenten Abwägung. Unsere Landesregierung jedoch leistet dazu bis heute keinen Beitrag. Der renommierte Verfassungsrechtler Hans-Jürgen Papier stellt für die Bundesebene fest, dass die grundlegenden Abwägungsentscheidungen zwischen den Schutzgütern der Gesundheit und der Freiheit eben nicht dem Parlament vorbehalten bleiben, sondern der Exekutive.
ich zitiere, diese behält nach wie vor insoweit einen Persilschein. Zitat Ende. Frau Ministerpräsidentin, in der gleichen Art agieren Sie leider auch hier in Mecklenburg-Vorpommern. Verzicht auf eine solide Finanzpolitik, Schattenhaushalt der Regierung, Verletzung des Budgetrechts des Parlaments, immense finanzielle Belastung der nachfolgenden Generationen, Einschränkung der Zukunftschancen für Mecklenburg und Vorpommern, kostenintensive Maßnahmen ohne Zusammenhang mit Corona, Intransparenz des Haushaltes und so weiter und so weiter. Nennen Sie das etwa eine angemessene parlamentarische Einbindung? Es besteht die dringende Notwendigkeit, bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie deutlicher zu differenzieren, um unnötige Härten für die Menschen und die Wirtschaft in unserem Land zu vermeiden. Die Regelungen hinsichtlich der Kitas und Schulen, die jetzt entschieden wurden, begrüßen wir ausdrücklich. Die Sicherstellung von Erziehung und Bildung ist so mutig wie richtig, Herr Barlehn, und wurde genau aus diesen Gründen von uns schon im Frühjahr gefordert. Allerdings genauso brüsk von Ihnen deutlich abgewiesen. Glückwunsch zu dieser späten Erkenntnis. Aber immer noch sind Schule und Kita mehr als das Durchexistieren von Corona-Maßnahmen. Maske auf, Maske ab. Fenster auf, Fenster zu. Ganz besonders hier kommt es jetzt und in Zukunft auf einfache, wirkungsvolle, sinnvolle und klare Regeln an, damit die Schulen und Kitas, die übrigens bei allen Einzelfällen nirgendwo Hotspots waren, sich auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können. Wir werden sie hierbei weiterhin kritisch und aufmerksam begleiten. Der Kern unserer Kritik richtet sich aber auf ihren leider sehr undifferenzierten Umgang mit den wichtigen Arbeitgebern hier im Land. Die rigorose Schließung von Gaststätten, Hotels, Betreibern von Ferienwohnungen, Theatern und Opern, Kinos, Messen und Sportstudios ist für die Betreiber und für die Bürger absolut nicht nachvollziehbar. Und ganz genau in diesem Zusammenhang klingt Ihre Erklärung, wir wären bislang gut durch die Corona-Krise gekommen, wie blanker Hohn. Mit Blick auf die Infektionszahlen mag das ja sein. Richtet man den Blick jedoch auf die Menschen, auf deren Schicksale, auf deren Lebenswerke, die teilweise durch ihre Politik zerstört werden, zu drohen, sind ihre Worte und auch der später zu debattierende Andrang Euphemismus par excellence. Sie berichteten vorhin in Ihrer Erklärung, dass Sie mit Mitarbeitern der Uniklinik Rostock sprachen, Frau Ministerpräsidentin. Doch von Gesprächen und Geklatsche um 18 Uhr auf Balkonen können unsere Pflegekräfte keine Familien ernähren. Stattdessen macht der Bund mal eben 1,1 Milliarden Euro locker für den Kampf gegen rechts. Und diese Landesregierung installiert einen Schattenhaushalt von 2,8 Milliarden mit den Stimmen von den Linken. Unfassbar. Und statt hier eigene und angemessene Regeln zu treffen, statt differenziert zu bewerten und mit Augenmaß zu handeln, machen sie die Hälfte aller Unternehmen in unserem Land oftmals völlig ohne Not zu Bittstellern, um dann zu hoffen, dass die versprochenen Hilfen schnell ausgezahlt werden können. Ja, damit verlangen sie den Menschen viel ab. Zu viel. Wenn die Hygienekonzepte in Schulen nach Ihrer Meinung gut und wirksam sind, was ist dann mit den Maßnahmen von Hotels, Gaststätten, Sportstudios und Theatern? Hier wurde in den letzten Monaten viel investiert, viel kontrolliert und jetzt wieder geschlossen. Frau Ministerpräsidentin, das ist schlicht nicht nachvollziehbar. Wir setzen hier auf Freiheit statt Zwang. Wir glauben daran, dass sich die Bürger in Ausübung ihrer Freiheit an ihre Regeln halten, wenn sie maß- und sinnvoll sind. Hier braucht es Schnellhilfe durch couragierte Entschlüsse zur begrenzten Öffnung, wie sie auch richtigerweise gegenüber dem Einzelhandel getroffen wurden. Freiheit statt Zwang. Das sollte das Leitmotiv sein, an dem wir uns orientieren und mit den Menschen in unserem Land durch diese herausfordernden Zeiten nach vorn schauen. Meine Damen und Herren, dafür braucht es allerdings aus unserer Sicht einen Strategiewechsel. Darüber werden wir im Anschluss ja noch ausführlicher debattieren. Deshalb an dieser Stelle nur eine kurze Skizzierung. Wir müssen davon wegkommen, uns immer wieder reflexartig im Lockdown einzuigeln. Die Folgen dieser wiederholten Maßnahmen sind schon jetzt sichtbar und spürbar und sie nehmen zu. Der angerichtete Schaden ist schon jetzt nachhaltig. Wir sind hierbei zum Beispiel eng an den Vorschlägen der Gruppe aus Wissenschaftlern und Ärzten um die Professoren Streeck und Schmidt-Chanasit, die einen neuen Ansatz in 4 Punkten empfehlen.
Erstens brauchen wir eine Bewertung des aktuellen Pandemiegeschehens anhand eines Ampelsystems, welches auf der Basis relevanter Indikatoren rechtzeitig, kurzfristig Auskunft gibt über die Gefährdungslage von Risikogruppen und eine drohende Überlastung des Gesundheitswesens. Der Corona-Radar des Landkreises Vorpommern-Greifswald könnte dafür als Vorbild fungieren. Zweitens müssen wir auf die Eigenverantwortung anstelle von Bevormundung setzen. So können wir mutig und vorsichtig zugleich bleiben und die Menschen mitnehmen, ohne sie zu überfordern. Sie haben es gerade selbst gesagt. Unser Verhalten jetzt und heute ist maßgeblich dafür, wie es ab Januar weitergehen kann. Das ist genau das, was meine Fraktion schon seit geraumer Zeit fordert. Freiheit statt Zwang. Drittens sollten wir die Maßnahmen zunächst auf den Schutz besonders gefährdeter Gruppen konzentrieren, statt weiterhin ganze Bevölkerungsgruppen gegen ihren Willen zu isolieren. Und schlussendlich viertens sollten wir dringend die vorhandenen Hygienekonzepte evaluieren und ihre Weiterentwicklung fördern. So lassen sich mit wissenschaftlicher Begleitung optimale Bedingungen entwickeln, unter denen dann soziale Begegnungen stattfinden könnten, wie kulturelle und politisch notwendige Veranstaltungen. Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, wenn wir die Bevölkerung mitnehmen wollen, müssen wir auf die Bereitschaft zu Mitarbeit und Kooperation setzen. Aber, und ich zitiere abermals, sobald sich Verordnungen als widersprüchlich, unlogisch und damit für den Einzelnen als nicht nachvollziehbar darstellen oder von Gerichten außer Kraft gesetzt werden, entsteht ein Akzeptanz- und Glaubwürdigkeitsproblem. Wir könnten diejenigen verlieren, die wir dringend als Verbündete im Kampf gegen das Virus brauchen. Und darum nochmals Freiheit statt Zwang. Herzlichen Dank.